Marius Artinger für Grün-Weiß-Gelmer, ihr habt das erste Spiel gegen Hiltrup gewonnen, danach das Unentschieden, perfekte Ausgangslage, so gar nicht zu erwarten gewesen. Ja, ich glaube, wenn man die Gruppe auf dem Papier gesehen hat, dann hätte jetzt keiner damit gerechnet, dass wir nach zwei Spielen hier mit vier Punkten gerade den Topf oder den Gruppenkopf hier anführen, muss man sagen. Starke Leistung im ersten Spiel, deutlich besser als jetzt im zweiten, aber auch gegen Kinderhaus muss man erstmal nur ein Tor zulassen, von daher ja, richtig geile Leistung von uns, muss man sagen. Man hat es auch schon in der Vorrunde gesehen, ihr habt auf jeden Fall das Aufbauspiel trainiert, habt da einen konkreten Plan. Wie viel Aufwand habt ihr betrieben für die Hallensaison? Also Aufwand kann ich da jetzt nicht erkennen. Wir haben einmal in der Soccerhalle ein bisschen gekickt, aber das war auch mehr schlecht als recht. Ich glaube, letzte Woche in Nienberge konnten wir uns ein bisschen einspielen, auch mit dem System. Unser Torwart ist eigentlich ein sehr, sehr guter Flemmer, hat da auch schon das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt und auf der Linie eine absolute Katze. Von daher hilft uns das manchmal, da die Überzahl zu behalten und Ruhe ins Spiel zu kriegen. Aber ich denke, wir sind auch heute relativ gut im 1 gegen 1 zum Teil.